So, hier bin ich ja schon wieder. Und jetzt gehen wir gleich das Dörflein, gerade noch so vor dem Gebirge, vor Spanien. Ich glaube, Galizien ist das. Ban Corbo heißt das genau. Und das schauen wir uns jetzt an. So, unterdessen bin ich in Nordspanien, in Ban Corbo heißt das kleine Dörfchen. Weil da geht es dann ein bisschen durch die Alpen durch. Da oben ist die Autobahn, die Nationalstraße und der Zug. Es ist verdammt laut hier zum Wohnen, aber die alte Stadt ist wirklich etwas Sehenswertes und die gehen wir jetzt anschauen. So, hier ist die Kirche und hier lebt wohl ein Künstler, weil überall sind so Metallfiguren. Auch hier hinter mir. Ja, und jetzt gucken wir die alten Steinhäuser an. Hier rechts. Also Steine hat es hier genug. Eine Gasse nach oben. Ja, und ihr seht, da kann man hoch, hinauf sogar. Was das mal war vielleicht. Eine kleine Burg. Ja, diese Bergdörfer haben es in sich. In der Schweiz sieht es ziemlich ähnlich aus in den Bergen. Diese wunderschönen Häuser. So, und wir gehen jetzt da hoch, Castilla da Marta. So, und wir müssen da hoch. So, da oben ist, war mal die Burg. So sieht das aus. So, ich bin jetzt schon bei einem Felsen. Da gibt es wohl einen Rundweg, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Jetzt gehen wir mal da zuerst. Treppe in Stein gehauen. Also hier ist eine Aussicht. Die genießen wir jetzt schnell. Das gelbe Haus passt nicht so. So, da unten ist die Isla, die haben wir nämlich verloren. Hat sie mich gesucht, jetzt habe ich sie gerufen. Jetzt kommt sie hoffentlich. Ja, wunderbar. Ja, komm. Die findet sogar den Weg. Da ist sie, ja, seht sie. Da gibt es noch eine Ausgrabstätte. So, und jetzt kommt dann Ayla. Ja, tipptopp. So, jetzt schauen wir uns das an. Also leider da drüben, das macht einen Höllenlärm, vor allem wenn der Zug kommt. Die haben nicht so gut gedämpfte Räder, kann man sagen, das macht einen Höllenlärm. Und wenn er dann noch hupt, das haut einen aus dem Bett weg. Ja, eine Nacht geht ja. So, jetzt gehen wir mal da hoch, mal schauen, ob meine Wölfe da hochkommen. So, die Eile hat sich, glaube ich, doch verlaufen. Ich glaube, die ist da runter. Eile! Naja, irgendwo wird sie sein. Ui, ui, ui. Also, die Eile ist wie vom Erdboden verschluckt. Angie geht sie jetzt suchen. Ja, keine Ahnung, wir haben sie nicht gefunden. Wo die wieder hin ist, jetzt... gehen wir aber weiter, schnell die Treppe hoch und dann wieder runter. So, das geht ganz schön hoch. Ach du, ich mit meiner Höhenangst. So, wieder festen Boden. Oh, also das sind noch Reststücke von diesem Burgturm. Ja. Und das war's auch schon wieder bei Sackgasse. Jetzt geht's wieder zurück.
Nochmals Ausblick. So, die Angie ist auch ein Stück weit gekommen, aber geht wieder runter. Ist ihr zu gefährlich. Jetzt ist sie da unten. Ja, fein, Angie. Ja, ich habe keine dummen Hunde. Ich sage immer Eigenverantwortung, weil die können nicht viel. Die sind ja nicht dämlich und jucken da runter. Fein, Angie, super. Ja, fein, Angie. Ja, toller Hund. Ja. Ja. Ja, super, Angie. So, hat es geschafft. Also, dann geht's zurück. Mal gucken, ob wir Ayla finden. Und sonst findet sie uns spätestens beim Camper. Da mache ich mir keine Sorgen. So, hier habe ich die das letzte Mal gesehen. Da hat sie noch schnell hingepisst. Und dann ging ich da hoch. Da habe ich nicht mehr geschaut. Und weg war sie. Normalerweise kommt sie immer zu uns. Ja, keine Ahnung. Kann passieren. Ja, wirklich schönes Dörfchen, wenn jetzt da diese Autobahn und die Bahnstrecke nicht wäre, könnte man hier sogar leben, aber es ist zu laut. Nochmal eine Kirche. So, jetzt schauen wir uns noch diese Dorfmauer oder Stadtmauer an. Ja, hinterhalb noch ein Häuschen. Ah, das sieht aber hässlich aus. So, jetzt bin ich an der Hauptstraße des Dorfes und da musste ich durchfahren. Angie, komm da! Da musste ich durchfahren. Da wäre eigentlich der Weg zum Camper, aber das ist zu schmal, das habe ich gleich gesehen. Deswegen bin ich unten herum von der anderen Seite gekommen. Und wie man sieht, war diese Entscheidung top, weil hier sind Kabel und ja, da wäre es zu eng für mich gewesen. Ah, mit Biegen und Brechen, aber eben, das tue ich mir nicht an. Hier nochmal sehr eng. Ja, wenn es jetzt sein muss, hätte ich es geschafft. Aber es muss nicht sein. Nein, das war falsch. Hier geht's durch. Ich bin jetzt nochmal zur Hauptstraße runter. Hier wäre es durchgegangen. Aber sehr eng und vor allem den Ecken da. Sehe ich nicht. Schöne alte Türe. Das war noch Kunst. Könnte man heute nicht mehr bezahlen. So, wir sind wieder zurück. Ihr dürft raten, wo die Ayla ist. Keine Ahnung, was die gemacht hat, aber sie ist beim Camper wie immer. Alles gut. Aber wo sie sich da verlaufen hat, das ist mir ein Rätsel. Sie hat es fast geschafft. So, Begrüßung. Hallo! Hallo! Ja, wo bist denn du, Anne? Du! Ja! Hä? Wo ist sie denn, Anne? Hä? Hast du uns verloren? Sie will rein. Kein Bock mehr. Ja, gehen wir rein, okay? Ja! So, ich stehe ja hier im Naturpark, wunderschöne Quelle hier, he? Und zwar gerade an der Grenze zu Frankreich, und aber ich bin noch auf spanischer Seite, am Meer gibt es ein Gebirge, ja, und da sind wir jetzt und machen eine Fahrradtour.
Jetzt zähl die Löcher. Gib Brot, Futter, nein. Angie bellt, aber Futter, nein. Aber die lassen sich nicht beeindrucken. Die scheißen auf sie. Ja, Angie ist auch ein Pferd. So, schönes Fohlen da. So, wunderschöner Aussichtspunkt hier. Da ist die Straße fertig. Ja? Da ankern ein paar Schiffe. Oh, das ist ein Riesenvogel. Das sind Geier. Noch ein Geier. Oh. Der hat eine Spannweite von über einem Meter. Jetzt bin ich hochgelaufen, sie fliegen runter. Ja, super. Da unten ist mein Fahrrad. Jetzt kreisen sie da unten. Ja, das ist jetzt Pech, weil eben Leute kamen von oben. Die haben sich da oben wieder hingesetzt. Ja, jetzt sind zu viele Leute da. So, jetzt bin ich da mit dem Bike runter. Das kann ich leider nicht filmen. Aber schöne Gegend. Ja, und diese Geier, die kreisen da zu 10 mindestens, 11, 12 etwa. Kreisen sie da. Da habe ich einen Weg gefunden, am Hang entlang eigentlich. Jetzt bin ich schon 10 Minuten gefahren und bin wieder mal mitten in einem Marathon reingeraten. Die ersten haben mich jetzt gerade überholt. Die sind schneller wie wir, du. Aha, da gibt es Verpflegung. Hola! Ist das geil, ein weißes Pferd mitten im Wald. 30 Kilometer geht der Marathon, haben sie gesagt. Aber der geht da unten durch. Ja, die Pferde haben es schön, man sieht überall ein paar verteilt, eine Riesenfläche und da hat es so Türen und die muss man wieder zumachen. So. Oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Naja. Aber es war. Oh, da. Es war Absicht. So. So, Trinkpause. Denen muss ich nur sagen, geht trinken. Und dann gehen die. Sofern sie Durst haben. So, wir nähern uns offenbar der Hauptstraße. Hier ist heute echt was los. Und ich hoffe, ich kann mit meinem Camper oben dann irgendwann rausfahren, weil ich dann nach Frankreich rübersetzen will. So, noch was. Hier muss sie rüberlaufen. Angie macht es gut mit einem Riesensprung. Heile nicht so, sie mag langsam nicht mehr, sie wird älter. Ja, was ich auch sagen muss, hier sind die Hunde ziemlich entspannt, beziehungsweise auch die Menschen. Und es gibt da selten Probleme. Die macht das nur ganz elegant. Ja, also die Hunde werden da auch viel freigelassen, die haben viel Kontakt. Und man merkt es einfach, alles entspannter hier unten. Und auch wenn es mal
zu nahe kommt, sagen wir mal, dann geraten die nicht gleich in Panik. Das ist bei denen alles ein bisschen normal. Das ist schön. So, jetzt sind wir wieder an der Hauptstraße. Wir sind nämlich voran zwei Pudel vorbei und die haben nicht gekläfft, wie das die meisten machen. Die waren ganz entspannt und dann sind meine nur dann vorbeigelaufen. Eine ist nicht mehr die fitteste, fällt immer ein bisschen zurück. Aber das klappt ganz gut, Auto, Hunde, weil die gehen laufen schön rechts, außer es kommt keine, dann gehen sie auch mal in die Mitte und dann hören sie es wieder und dann gehen sie wieder rüber. Wir werden verfolgt von Fahrradfahren. So, da oben sieht man meinen Camper. Als ich übrigens ankam, war da keiner. Und jetzt kommen viele Spanier übers Wochenende her. Ja, die Pferde oder Ponys oder was das sind, haben es schön. So, wie ich es vermutet habe, ich bin zugeparkt. Der Blaue müsste mindestens weg. Ja, nun, dann warte ich halt. So, das ist mein Plätzchen hier. Und jetzt wimmelt es gerade von ganz vielen Leuten. Und der, der mich da zugepackt hat, der kam vorher, kleiner Spanier, und hat gesagt, er genieße die Aussicht und dann fahrt er weg. Habe ich gesagt, alles gut. Also der darf das und ist ja auch sein Land. Und jetzt gehen wir auch mal die Aussicht genießen in dieser Zeit, bis der kommt. So, also heute ist richtig was los, es ist auch Sonntag und ja, wegen der Aussicht kommen da viele. Da sieht man jetzt noch Spanien runter und da auf der anderen Seite des Flusses ist Frankreich und den muss ich dann überqueren. So, nicht zurück hier und ein bisschen Platz machen für die Spanier, weil die kommen jetzt ganz viel da hoch und kaum Parkplätze, also fahre ich jetzt da weiter. So, da ist ziemlich was los, du. Die Spanier kommen alle hier auf den Berg hoch. Ich bin jetzt schon die Hälfte runtergefahren. So, da drüben ist Frankreich. So, jetzt bin ich auf die Autobahn, weil da lohnt sich nicht, Landstraße, also mautfrei zu fahren, weil das ist viel zu teuer. Viel zu aufwendig, viel zu zeitaufwendig, deswegen zahle ich jetzt zwei Mautstellen und dann gehe ich wieder raus. So, bei der Ausfahrt 7 kann man wieder raus, weil ich habe jetzt genau zweimal, also einmal 4 Euro und einmal 5,70 für Klasse 3 bezahlt. Und ab jetzt kann ich mautfrei fahren, also Ausfahrt 7, das ist gerade nach Bayonne. Und ab jetzt geht das auch gut mautfrei. So, diese Tafel ist einer der Gründe, warum ich bei 7,5 Tonnen geblieben bin. Weil sonst ist es schwierig in Frankreich mautfrei zu fahren. Ja, ich musste nochmal 2,30 bezahlen, da kam nochmal eine Zahlstelle. Insgesamt 12 Euro. Ja, jetzt halt ist es so. Aber dafür habe ich mindestens eine halbe Stunde Fahrzeit gespart, weil und vermutlich auch ein bisschen Diesel so. Also ja, das lohnt sich da fast nicht, aber jetzt schon. Ja, Lehmbäume, zum Glück ragen sie nicht so weit in die Straße wie in anderen Orten. In Polen zum Beispiel, da weiß ich nie. So, ich bin jetzt in Dax und fahre wieder mal auf einen Stellplatz, einen französischen Dax, DAX. Ich weiß nicht, was die deutsche Börse hier macht, aber ja, jetzt mal schauen, ob ich noch Platz habe. So, war ziemlich voll, ich bin da einfach ein Stück weit in den Wald gefahren. Tipptopp, schönes Plätzchen.
Tja, eine Nacht Ausruhen. So, jetzt sind wir da in den französischen Wäldern unterwegs. Erste Nacht hier im Wald verbracht, wunderschön. Und ich habe nachtlang geschlafen. Ja, wieder eine andere Welt, schön grün, Bäume, Europa halt. Hä? Ach, dieser Frühlingsduft hier, vermutlich verursacht von dieser Pflanze da oben. Ah, herrlich. Ich rieche das extrem gern. Okidoki, das war noch eine kleine Tanzeinlage von mir. Ja, eventuell wird dann die Musik beanstandet. Das ist immer schwierig bei YouTube und dann gibt es halt eine andere. Dann tanze ich nicht mehr im Takt vermutlich. Ja, nu. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Von jetzt an bin ich in Frankreich unterwegs. Und die kalten Tage sind ja jetzt am Kommen. Das heißt, ich werde da mich irgendwo ein paar Tage niederlassen und diese Schneetage überbrücken. Ja, okay, dann bis bald wieder und Daumen hoch und tschüss.